gekommen und Leute, wie ihr seht, das Wetter, es ist sehr grau. Es ist regnerisch, fast so wie in Hamburg bei uns zu Hause. Ja, und wir gehen jetzt erstmal einkaufen, weil wir was zu essen brauchen. Und das ist auch schon ein Abenteuer in Kuba. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir im Supermarkt sind. Und jetzt wollte ich euch was anderes zeigen. Und zwar seht ihr, dass da in dem Park ganz viele Leute rumstehen mit ihren Handys. Weil das nämlich ein Internetpark ist. Weil hier in Kuba gibt es ja kein freies Internet. Also man hat zu Hause kein privates WLAN oder so. Sondern wenn man ins Internet möchte, dann muss man zu diesen Parks hingehen. Und dann kann man sich da eine Internetkarte kaufen für eine Stunde. Das Problem mit diesen Internetkarten ist aber nur, dass sie immer an den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind. Weil Leute dann eine ganz große Menge davon einkaufen und die dann an den Park selber für den doppelten Preis weiterverkaufen. Aber es ist auch nicht so teuer. Eine Stunde kostet $1, beziehungsweise, nee, eine Stunde kostet dann mit dem doppelten Preis $2. So Leute, ganz, ganz wichtig, Klopapier kostet heute nur $1,50 für 4 Rollen, ja, richtiger Schnapper, deswegen müssen wir davon jetzt erstmal ein bisschen was horten, kann nämlich sein, dass es morgen ausverkauft ist. Ja, genau, weil wir haben nämlich gehört, dass Klopapier oft knapp ist und wenn es da ist, soll man sich eindecken. So, hier ist das Regal mit den Softgetränken und fällt euch was auf? Fehlt hier was? Ja, die Coca-Cola fehlt, weil es gibt hier nur die kubanische Cola. Ja, das ist die Kühltheke. Also es gibt nur Käse, es gibt weder Milch noch Sahne noch Joghurt oder sonst irgendetwas. Und so Hähnchendinger gibt es noch. Das war's. Und ich habe gerade erfahren, der gelbe Käse ist gar nicht zu verkaufen. Erst ab morgen. Heute kann man nur den roten Käse kaufen. Guten Morgen aus Havanna. Yeah, aus Havanna. Mega cool, dass unser Balkon hier im Hintergrund seht ihr schon die Aussicht. Richtig krass, wir sind mitten in Havanna. Das ist unsere Aussicht vom Balkon. So sieht es in Havanna aus. Und gestern war noch voll der coole Abend, beziehungsweise für mich voll die coole Nacht. Ich war Party machen, zum allerersten Mal, seitdem ich Mama bin. Seid ihr zu Hause auf Neinchen aufgepasst und ich habe ein paar Leute kennengelernt und wir haben erstmal die Clubs in Havanna unsicher gemacht. Sind von Party zu Party gezogen, mega cool. Danke fürs Aufpassen. Gerne. Ja, und jetzt sind wir aufgestanden und gehen frühstücken. Habe ich jetzt noch nicht so das Gefühl, hier auf Kuba auf irgendwas verzichten zu müssen. Mal schauen, wann das kommt. Und das ist übrigens Lilly. Mit ihr wohnen wir zusammen in der Wohnung. Wir haben sie gestern kennengelernt und teilen uns das Apartment. Ist auch deutsch. Hallo. Hallo, Lilly. Du magst die Lilly auch, ne? Ja, und wir beide waren gestern Party machen, ne? Das Nightlife auszudrücken in Havanna. Ja, genau. Ja, Brot ist ja hier ein bisschen rar in Kuba und deswegen gibt es hier in diesem Frühstückscafé eine Dame, die Brot und Croissants und mit allen möglichen Dingen kommt. Und dann kann man sich in der Schlange anstellen und sich Brot kaufen, um das mitzunehmen. Und das werden wir jetzt machen. So, jetzt haben wir leckeres Brot, ne? Was ist denn da drin? Vier Croissants. Hey, Naili, ich wollte es einmal zeigen. Vier Croissants und ein richtig geiles Baguette. Yeah. Naili, möchtest du das Baguette? Vielleicht möchte sie so ein Knäppchen davon essen? Ja, ne? Mädchen. Ach, der Papa hat dir das einfach weggeschnappt vor der Nase. So, das ist aber jetzt für dich das Stück, ne? Mmh, lecker, lecker! Also unser erstes Kuba-Fazit nach der ersten Nacht am ersten Morgen. Wie finden wir Kuba? Top! Muy bien! Ja,
richtig gut. Also irgendwie hätten wir damit gar nicht so gerechnet, weil das ja so mega umstritten ist. Ne? Wir haben so viel Negatives auch von Kuba gehört, von Leuten, die hier waren. Aber ich finde es einfach nur richtig cool bisher. Das Frühstück war Hammer, das Feiern gehen ist Hammer gewesen, die Wohnung ist cool, die Straßen sind geil, diese alten Autos sind einfach nur mega cool. Also es, ja, ist geil hier. Ja, wir haben jetzt mal Möhren gekauft und Malanga für Naila, was auch immer Malanga ist. Das ist irgendwie so eine Knolle oder so eine Wurzel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das kennt. Mal schauen, wie der Brei wird mit Malanga und Möhren. Ein bisschen müde.
glaube, er möchte nicht gefilmt werden. Ich hoffe mal, ich kann ihn überreden, dass wir heute Abend mal weggehen. Wir haben irgendwie voll selten mal einen Babysitter. Deswegen ja, wäre es nice, die Chance zu nutzen. Ja, wir haben uns jetzt noch ein Taxi geschnappt und fahren damit zurück in unsere Wohnung. Und das ist hier ja, ziemlich witzig mit den Taxis, weil das halt diese ganz alten Autos sind. Ist voll cool mit denen zu fahren, aber es stinkt übertrieben nach Benzin. Und manche Autos hinterlassen auch wirklich so eine richtig graue Rauchwolke. Also die Feinstoffwerte möchte ich hier nicht messen in der Luft. Zu Hause und ich habe mal für uns gekocht und zwar gibt es Reis mit Kochbananen und roter Soße mit Okra. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eher afrikanisch inspiriert, also es ist ein Rezept, was ich von zu Hause aus noch kenne. Ja, die Pläne haben sich gestern doch noch ein bisschen geändert. Wir wollten ja eigentlich feiern gehen, aber ja, ich bin irgendwie krank, aber ich bin total angeschlagen. Ich habe irgendwie voll Halsschmerzen, Nase zu, Kopfschmerzen, Nebenhöhlen zu. Deswegen ja, sind wir dann natürlich doch nicht feiern gegangen und wir wollten auch eigentlich heute nach Trinidad weiterreisen. Es wären aber mindestens 6 Stunden Fahrt gewesen mit Umsteigen und keine Ahnung, ich glaube, es wäre ein bisschen zu anstrengend. Deswegen bleiben wir jetzt in Havanna und ja, wir sind jetzt erstmal frühstücken gegangen und mal schauen, was der Tag bringt. Wir werden es jetzt ein bisschen entspannter angehen. Und ich habe auch noch ein paar Grüße. Und zwar grüße ich die Angelina und die Mia ganz lieb. Hi ihr Lieben! Ja, heute ist schon Tag 7 in Kuba. Das heißt, der allerletzte Tag. Sind ja nur eine Woche hier und heute Abend geht es wieder ab zum Flughafen. Und dann fliegen wir ganz woanders hin, also in ein ganz anderes Land. Ein 10-Stunden-Flug. Also es geht wieder mal einmal rund um die Erde sozusagen. Und wo wir hinfliegen, das erfahrt ihr dann in einem der nächsten Videos. Also es bleibt noch eine Überraschung. Ich filme jetzt erst heute weiter, weil ich in den letzten Tagen ja ein bisschen krank war. Und wir dann einfach ganz entspannt gemacht haben, ganz chillig. Und heute geht es mir auf jeden Fall schon besser zum Glück. Und Naili ist auch am Start. Guckt irgendwie ein bisschen sauer. Und ich stehe jetzt hier gerade vor so einem Markt. Den haben wir vorhin vom Taxi aus entdeckt und sind dann direkt ausgestiegen. Wir wollten eigentlich in die Altstadt fahren, aber stattdessen bummeln wir jetzt mal ein bisschen über den Markt. Weil Kuba ist jetzt vorbei. Also Kuba war echt richtig cool, finde ich. Leider nur viel zu wenig gesehen. Ja. Wir müssen wiederkommen und noch ein bisschen rumreisen, weil wir in der Woche, in der wir hier waren, wirklich nur Havanna gesehen haben. Und da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Weil es ein bisschen blödes Timing, dass ich krank geworden bin, aber ist ja immer so, ne? Man kann es ja nicht aussuchen. Aber Kuba war auf jeden Fall mega cool, besser als wir gedacht haben, ne? Wenn euch unser Vlog aus Kuba gefallen hat, dann gebt uns sehr gerne einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und auf jeden Fall die Glocke auf aktiv zu stellen. Ja, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann! Tschüss! Ciao, ciao!